Hallo liebe Freunde von den Hotelzimmertipps. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Henschel on Tour. Ich befinde mich diesmal in der Landeshauptstadt von NRW in Düsseldorf und zwar am Medienhafen. Hier habe ich das Hyatt Regency schon einmal getestet im 5-Sterne-Bereich. Jetzt befinde ich mich in einem 4-Sterne-Hotel, eigentlich der direkte Nachbar vom Hyatt und zwar im Radisson Blu Media. Es gibt zwei Radisson Blu in Düsseldorf. Einmal das Scandinavia Hotel, das ist so zwischen der Stadtmitte, also im nördlichen Teil von Düsseldorf, und dem Flughafen angesiedelt. Beides 4-Sterne-Hotels. Auch das andere habe ich bereits getestet. Einfach mal auf meiner Webseite hotelzimmer.tipps. Tipps mit einem P bitte, das muss ich immer wieder dazu sagen. Den Suchbegriff Düsseldorf eingeben, dann findet ihr hier alle Hotels, die ich getestet habe. So, wie gesagt, 4 Sterne direkt am Medienhafen. Ich befinde mich in einem Superieurzimmer, das sei noch dazu erwähnt. Und den Rundgang, den starten wir jetzt mal gemeinsam. Viel Spaß! So, diesmal ist der Blick auf den Fluchtplan, den wir obligatorisch immer zu Anfang machen, auch ein Schmuckstück, weil dieser Fluchtplan ist hier in einem aufgesetzten 3D-Glaselement aufgebracht. Sehr schick gemacht. So, ihr seht hier anhand der Form, anhand der L-Form, nichts Besonderes. Dieses Zimmer hier, da befinde ich mich. Wir kommen in das Zimmer herein. Es ist sehr großzügig gestaltet, größer auch als die Standardzimmer. Darum auch hier im Superieurbereich. Dann kommen wir gleich hier in das Badezimmer herein, ohne Tür. Wir gehen hier in das Badezimmer und sehen dann gleich auch hier dieses großzügige Waschbecken mit jede Menge Badutensilien, Conditioner, Shampoo, Bodylotion und Bodywash. Handcreme, Vanity Kit für die Damen und die Shower Cap, die sind vorhanden. Dann haben wir hier nochmal Zahnputzbecher, die sind aus Keramik gehalten, normalerweise Gläser. Ein bisschen nobler gemacht das Ganze. Hier nochmal eine Klappe für den Abfall, die Kosmetiktücher, die dürfen nicht fehlen. Dann haben wir auf dieser Seite, man kann also hier das Bad auch schließen mit dieser Tür und gleichzeitig öffnet sich dann hier die Tür zu der Toilette. So, dann haben wir hier eine große, große ebenerdige Dusche, eine Regendusche mit Handbrause und gleichzeitig kann man dann hier auch in das Zimmer hereinschauen und dann durch die Glasscheibe, durch die äußere Fensterfront herausschauen. Ja, auch das Badezimmer sehr groß gestaltet. Dann widmen wir uns jetzt einmal dem Wohnbereich, dem Wohn-Schlafbereich. Auf dieser Seite hier eine große Tür mit einem beleuchteten Kleiderschrank. Da befindet sich schon mal eine Jacke drin. Bügelbrett und Bügeleisen sind da. Dann haben wir hier so ein bisschen versteckt und auch gar nicht angeschlossen. Warum ist die nicht angeschlossen? Eine Nespresso-Maschine. Da haben wir es. Wo steht's? Da steht's. Nespresso. Dann die dazugehörigen Gläser bzw. Tassen. Einmal klein für Espresso und einmal groß für den normalen Kaffee. Und hier haben wir dann auch die Kapseln dahinter. Warum die jetzt nicht angeschlossen ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Darunter dann, keine Bar, sondern, ach Gott, die geht aber schwer auf, ach, da drunter. Ach, das ist der Safe. Guck mal hier, der Safe eingelassen in einer Schublade. Hat man selten. Und hier auch nochmal Schuhschein für die Schuhe und ein Sewing Kit. Das sind, wenn mich nicht alles täuscht, genau, Nähzeug. Also wenn mal hier irgendwo das Sakko in die Brüche geht, dann kann man sich damit behelfen. Darunter dann nochmal eine Schublade bzw. zwei mit nichts als Inhalt. Und dann kommen wir hier auch schon in den Schlafbereich. Ja, ein schönes, großzügiges Bett. Leider nur mit zwei Kissen. Das könnte dementsprechend auch ein bisschen mehr sein. Was ist das denn hier in der Mitte? Das ist ja ganz komisch. Das ist so ein Korkpropfen, als wenn da irgendwas mit zugeschmiert wird. Das ist sehr merkwürdig. Das sieht auch nicht schön aus. Aber ansonsten hier schick gemacht in diesem beige-grau Farbton mit diesen dunkelrotfarbenen Nachtkonsolen. Da ist auch nichts drin. Darüber dann noch ein schickes Bild. So, da ist dann wieder hier das Badezimmer mit Blick herein und heraus.
Und hier haben wir dann den Barbereich mit Paprikachips, mit Erdnüssen, mit den Weingläsern, den Wassergläsern, zwei Wasser, die sind sogar kostenfrei. Dann hier nochmal ein Wasserkocher. Zusätzlich zu der Nespresso-Maschine kann man sich hier dann auch nochmal Instant-Kaffee und Tee zubereiten. So, und da müsste jetzt aber genau die Minibar sein. Eine verlorene Toblerone, ganz alleine auf weiter Front. Dann haben wir da unten die Softgetränke und hier nochmal Radeberger, Schlösser Alt. Klar, wir sind in Düsseldorf. Und was ist das hier? Das dürfte auch ein alkoholisches Getränk sein, entzieht sich jetzt aber meine Kenntnis. Vielleicht weiß der ein oder andere, kann mit dem Namen was anfangen. Ich kann es zumindest nicht. Was noch hilfreich wäre, wäre dann die Minibar-Preisliste, die ich jetzt nicht auf Anhieb finde. Vielleicht darunter wäre ungewöhnlich. Nee, das ist ein offenes Fach. Vielleicht finden wir sie noch. Ja, die Klimaanlage ist da. Wir haben hier den großen Fernseher. Das ist klasse. So muss es sein. Und dann hier den schicken Marmortisch. Der Apfeleimer in Weiß darunter, das sieht natürlich billig aus. Das ist so ein billiges Plastik, das darf eigentlich nicht sein, weil der kommt hier sehr nobel daher. Da passt dann der Apfeleimer nicht. Der Stuhl, naja, den gibt es mit Sicherheit auch ein bisschen schicker. Dann hier nochmal die kleine Variante von dem Tisch. Da der Cocktailsessel dazu. So, und jetzt nochmal der Blick nach draußen. Wir haben es leider schon dunkel. Da ist das Inside Hotel, das habe ich in der Tat noch nicht getestet. Und da drüben dann das Hyatt Regency, was ich, wie gesagt, schon getestet habe. Hier direkt am Medienhafen. Hier haben wir nochmal einen schicken Kronleuchter. Den habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Ja, dann sind wir auch schon einmal durch. Wer hier am Medienhafen beruflich zu tun hat, es ist ein bisschen schwierig. Hier gibt es nämlich kaum öffentliche Verkehrsmittel. Ich glaube, ein Bus fährt hier. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wie regelmäßig. Die Parkgarage bitte, liebe Radisson Blu-Freunde. Die ist hier ein bisschen schwierig zu erreichen. Da muss noch nachgebessert werden. Die wird nämlich kaum erkennbar vor dem Hotel noch befahrbar sein. Und da müssen auf jeden Fall nochmal die Freunde des Hotels heran und die Beschilderung ein wenig aufbessern. Ansonsten gibt es hier aber auch noch ein wenig vor dem Hotel. Ihr müsst halt immer wieder im Kreis fahren. Ein öffentliches Parkhaus, Parkhaus am Medienhafen. Schöner Name, passend halt hier zu dem Ort. Da liegt dann die Übernachtung bei 15 Euro. Ich denke, dass sie im Hotel sogar noch teurer sein wird. Insofern aber auch 5 Minuten zu Fuß von hier aus erreichbar. So, wem dieses Video gefällt, über einen Daumen nach oben freue ich mich, wenn ihr das vergibt. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Abo bei YouTube. Aktiviert die Glocke bei YouTube, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag und verabschiede ich mich hier aus Düsseldorf. Macht's gut, meine Freunde. Bis in Kürze. Ciao, ciao. Bye, bye.